Wir befinden uns hier im Stadtbezirk Villingen in der Gottlieb-Daimer Straße in einem Industriebetrieb, bei dem es eine Explosion gegeben hat mit anschließender massiver Brandentwicklung im Kellergeschoss. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden wir eine extreme Rauchentwicklung vor aus dem Kellergeschoss, die sich in die angrenzenden Straßen ausgebreitet hat. Für uns gab es ein großes Problem, dass wir den Brand nicht optimal lokalisieren konnten. Wir sind massiv mit Einsatzkräften vorgegangen, mussten auch entsprechend durch andere Abteilungen Verstärkungen nachalarmieren, um eben diese Brand- und Rauchentwicklung in den Griff zu bekommen. Dies haben wir aktuell noch nicht gänzlich geschafft. Wir werden zukünftig in den nächsten paar Minuten Schaummittel einsetzen, um an entsprechend große Mengen Kartonagen, aber auch das Lacklager schützen zu können, das sich im Untergeschoss befindet. Wir haben auch durch Zeugenaussagen mitbekommen, dass es eine entsprechende Druckwelle mit anschließender Rauchentwicklung gegeben hat. Das war dann auch das Erscheinungsbild beim Eintreffen der Feuerwehr, sodass eben hier hauptsächlich sich es für uns um einen Brand gehandelt hat. Weitere Explosionen haben wir nicht feststellen können. Laut Aussage des Besitzers haben sich ca. 19 bis 20 Personen im Gebäude aufgehalten, die aber beim Eintreffen der Feuerwehr schon alle den Sammelplatz aufgesucht haben. Wir haben durch den Rettungsdienst die Information bekommen, dass es zwei leichter verletzte Personen gab. Einmal ein Knalltrauma, was eben dann auch die Explosion begründet, und eine leichte Rauchgasintoxikation. Wir haben aktuell Messungen durchgeführt. Wir befinden uns noch unter den Grenzwerten. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, über verschiedene Medien, durch die Polizei, durch die Feuerwehr, die Bevölkerung zu warnen, dass entsprechend Fenster und Türen zu schließen sind. Wie gesagt, wir sind unter den Grenzwerten, aber es ist eben eine Rauchbelästigung, die unangenehm ist.